Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Haunted Horror, das eine Wesen der 93 Stufe. Also im, was war gerade gewesen? Keine Ahnung. Im letzten Teil haben wir jetzt herausgefunden, was hier im Apartment oder voraussichtlich, was in dem Apartment passiert ist. Der Hausmeister war hier in die Cassidy verliebt. Er hat herausgefunden durch das Lesen der Briefe, dass sie den Nolan datet. Daraufhin hat er aus Eifersucht die Hasen getötet, dann die Cassidy mit dem Basketball, was wir auch gesehen haben. Dann den Nolan nicht, der ist auf der Arbeit, der Blair ist dazu gekommen, er hat ihn getötet, er war das Skelett in dem Käfig, das heißt, den Blair, den wir gesehen haben, war ein Geist und den Wes, den Hausmeister, haben wir jetzt in seiner Wohnung gefunden. Und sein Geist ist aus dem Spiegel gekommen. Ich vermute, wir müssen entweder den Spiegel zerstören oder wir müssen nur wieder aushalten, bis er weg ist. Aber das Problem ist, im Raum fängt der Fluch wieder an zu wirken. Das heißt, es bringt mir nichts, das zu überstehen, wenn ich keine Medizin habe. Ich muss erstmal Medizin finden. Wenn ich die Medizin habe, dann gehe ich rein, dann kann ich es überleben. Da hoffe ich, dass er ein bisschen Medizin hier irgendwo rumstehen hat. Irgendwo. Gut. Also hier steht nirgends was rum. Hier vielleicht? Ach, hier kann ich auch aufschließen. Oh mein Gott. Mir wird total schlecht. Was ist denn hier? Das ist... Verdammt, das ist Miller. Der Mieter aus Apartment 001, stimmt, den hat er auch getötet. Er hat im Grunde jeden getötet in den Apartments. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Die Leiche von Mr. Miller hält etwas in seiner Hand fest. Apartmentschlüssel aufgenommen. Die Leiche von Mr. Miller sieht nach einem brutalen Mord aus. Und hier haben wir Medizin. An der Maschinenmaschine sind rote Flecken. Wahrscheinlich ist das Blut. Okay, gut. Dann gehe ich jetzt erstmal in die Wohnung von der Cassidy, speichere. Und jetzt kann ich nämlich in das Zimmer der Selbstjustiz gehen, kann hoffentlich dem Geist überstehen und da muss ich am besten so schnell wie möglich dann die Medizin nehmen. Am besten vorher, bevor mich der Geist verfolgt. Ansonsten habe ich ein Problem. Okay, lesen wir erstmal. Hat auch gedoktert. Palais sie nicht haben konnte, soll sie niemand haben. Ja, ja, das kennen wir zu gut. Selbstgerichtet, alle getötet und er fällt. Tür ist zu. Und da kommt der Geist, okay. Okay, nein, die Medizin kann ich nicht nehmen. Bleib weg, bleib weg, bleib weg. Ich warne dich. Ich warne dich! Bleib weg! Jawolligen! Er ist tot! Die Tür ist offen! Gleich genommen! Ich hatte zum Glück recht. Der Spiegel ist so stark gemacht, dass man nicht sehen kann. Ja, sonst hätte ich vielleicht meinen Untergang gesehen. Die Leiche des Hausmeisters fiel herunter, sei der Strick irgendwie gerissen, was er nicht ist. Wahrscheinlich war er so leicht gewesen, weil ihn sein Geist verlassen hat. Gut, ich habe einen weiteren Apartmentschlüssel. Ich habe das überstanden. Hallo? Ich denke, jetzt wird bald das Ende eingeläutet. So, erstmal speichern. Habe ich gespeichert? Das ging ziemlich schnell. Ich achte nochmal. Mann, Mann, Mann. Fast 6 Stunden spiele ich schon. Und ja, es ist so lange, weil bei dem letzten Teil, das war ja dieses Pferdeschieberätsel, mein Gott, habe ich da lange gebraucht. Ich werde wirklich schauen, dass ich das auf das Wichtigste runterbreche. Gut. Das zweite Schloss. Ein Schloss verbleibt. Wo ist der Schlüssel? Den hat wahrscheinlich die Ruby in der Gestalt von Marvin. Hä? Sie hat den letzten Schlüssel, würde Sinn machen, oder? Von ihr wollen wir ja sowieso ein paar Antworten, ob sie damit was zu tun hat, was hier passiert. Nochmal speichern. So. Mal liebe Ruby, bist du noch da? Ja, bist noch da. Ich weiß, es ist riskant, aber ich brauche Antworten von Ruby. Wach auf, du widerliches Miststück. Sieh mal an. Wenn du noch in meinem Apartment festsitzt,
Du wirst mir jetzt sofort sagen, was hier passiert ist. Das, was du gesehen hast, ist nur das, was aus Menschen werden kann, wenn sie etwas unbedingt wollen. Nein, du hast hier irgendwas angestellt mit den Bewohnern. Was denkst du denn? Es ist ein Fluch und ich brachte ihn schon vor längerer Zeit her, als ich deine Tochter entführte. Oh. Das erste Mal, als sie da war, hat sie den Fluch hier gelassen und dann hat es sich so entwickelt. Puh, und ich dachte schon, das wäre jetzt von 0 auf 100 gegangen. Warum nur hast du das getan? Deinetwegen sind Menschen gestorben, und zwar gute Menschen. Sobald ich von diesen Handschellen befreit bin, wirst du auch sterben. So weit wird es nicht kommen, denn vorher werde ich deine Überreste abfackeln. Ach wirklich? Und wie, wenn du hier nicht rauskommst? Du sitzt hier fest, und mich umzubringen würde auch Marvin töten. Du bist... Ich glaube, das sollen da heißen. Da bist du viel zu sicher, dass ich hier nicht rauskomme, und ich vermute auch, wieso. Weil du einen Schlüssel besitzt, um eines der Vorhängerschlösser zu öffnen. Hey, habe ich auch gedacht. Aha! Wusste ich's doch. Wirklich clever. Wird eigentlich mit C geschrieben? Aber trotzdem wirst du es nicht verhindern können, dass ich deine Tochter in Stücke reißen werde. Schaff es es. Tut mir leid, es fällt mir auf. Doch das werde ich verhindern. Egal was kommt, du wirst Sarah kein Haar krümmen. Du solltest dich lieber beeilen, denn lange halten mich die Handschellen nicht auf. Nochmal speichern! Und los geht's! Los geht's! Ganz schnell. Strom muss ich nicht wiederherstellen. Ich brauchte nur den Schlüssel wieder. Für das Vorhängerschloss. Jetzt schnell, schnell! Es wird sonst ein schlechtes Ende geben. Ganz schlechtes Ende. Lass mich vorbei. Fangen wir ein Schloss. Endlich, die Eingangstür ist auf. Jetzt nicht zu viel raus, und zurück zum Brunnen und die Überreste verbrennen. Los geht's! Na, endlich ist die verdammte Tür auf. Mr. Nolan, haben Sie die ganze Zeit vor der Tür gestanden? Nein, ich war nur schon ein paar Mal hier gewesen und bekam die Tür nicht mehr geöffnet. Selbst mit meinem Schlüssel nicht. Das ist eine lange Geschichte, aber jetzt ist es viel wichtiger, dass Sie umgehend einen Krankenwagen rufen. Und auch die Polizei. Was? Wieso das denn? Und du bist doch ein Polizist, Aiden. Es ist etwas Schreckliches passiert, in dem Gebäude, und wenn ich mich nicht beeile, wird das nicht aufhören. Ich verstehe nicht. Was ist denn los zum Teufel nochmal? Das erkläre ich dir später, aber jetzt muss ich etwas zu Ende bringen. Was ist nur los hier? Ich habe etwas Schreckliches getan. Meinetwegen kam das Böse her. Tut mir leid, Nolan. Was hast du denn getan? Aiden, rede doch! Keine Zeit zum Reden. Es ist Zeit zum Handeln. Schnell. Wohin? Ab zum Auto. Verdammt nochmal. Nicht jetzt. Ich habe keine Medizin. Das ist nicht mein Auto. Der Fluch. Verdammt. Muss ich nochmal Medizin finden oder muss ich jetzt ganz schnell hin? Jetzt sag mir nicht, das endet mit seinem Tod. Nee, oder? Ich meine, ich muss ja dann auch noch zum Brunnen laufen. Das kann doch nicht sein. Habe ich irgendwo Medizin verpasst? Kann das sein? Auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt sehr, sehr lange dauert. Dass ich das dann alles nochmal spielen muss. Ich muss versuchen, zum Auto zu kommen und dann schauen, was passiert. Vielleicht hat er ja Medizin mein Auto. Vielleicht. Ja, schreckliche Dinge sind passiert, das habe ich verstanden. Raus mit mir! Ab zum Auto. Jetzt passiert's. Es passiert schon. Haunted? Das ist doch mein Auto, oder? Das ist nicht mein Auto. Ich habe das Gefühl, ich muss doch erst nochmal irgendwo Medizin finden. Aber wo? Ich war doch jetzt schon überall.
Ich war schon überall in den Gebäuden, in den Zimmern gewesen. Aber wenn das passiert, dann haben die wahrscheinlich sehr gut versteckt im Badezimmer vielleicht. Entschuldigung, Ruby, hier bin ich nochmal. Hallo, hast du auch ein bisschen Medizin für mich? Ja. Dürfte noch reichen. In der Toilette ist nichts. Ist da was drin? Muss unbedingt mal die Wäsche stapeln, das stapelt sich hier schon. Ja, mach dir mal. Mach dir mal über was anderes Gedanken. Okay, sobald ich rausgehe, geht es los. Das heißt, hier irgendwo muss nochmal Medizin zu finden sein. Ah, die Kette ist unleserlich. Wenn es Schmerzmittel sind, dann hau sie rein. Tür ist abgeschlossen. Hier war der Kaninchenraum. Hab die Medikamente für mich. Habe ich irgendwo muss ich was übersehen haben. Nur wo? Nicht Brauchbares zu finden. Hier? Nur ein Spiegel an der Wand und ein Karton, aber nichts Brauchbares. Irgendwo muss noch ein Medikamenten. Muss noch Medikamenten zu finden sein. Nur wo? Hier drin? Farbdosen und anderes Zeug machen. Ich erscheine aber auch leer zu sein. Hier nichts. Hier nichts. Hier hatte ich eine gefunden. Blair schien Besuch zu erwarten und täuschte ich mich nur wegen der paar Weinflaschen auf dem Schrank. Was haben wir hier? Ein Buch. Auf dem Tisch liegt ein Tagebuch. Vielleicht ist dort etwas Nützliches notiert, was mir weiterhilft. Okay, das habe ich übersehen. Lesen wir es noch. 5. November 2010. Heute kam die Lieferung mit Farbdosen und Material, womit ich meine Zeichnungen beginnen kann. Jedes Porträt muss ein Meisterwerk werden. Das ist mein Ziel. Das erinnert mich an ein anderes Horrorspiel, wo Kunst eine Rolle spielte. 7. November 2010. Mittlerweile habe ich eines der Porträts vollendet. Und es ist wundervoll geworden. Die Frau sieht nahezu echt aus. Ich habe mich bei weitem übertroffen mit ihr. 12. November. Alle Porträts sind fertig und ich habe sie an der Wand aufgehängt. Irgendwas stört mich jedoch an ihnen. Als ich sie eine Weile anstarrte, konnte ich nicht herausfinden, was. 14. November. Diese Gemälde sind irgendwie unheimlich. Ich glaube, sie beobachten mich. Aber vielleicht bilde ich mir es mir auch nur ein. Ende. Das klingt mehr als krass. Das klingt mehr als krass. Ich denke, er hat sich zu sehr in seine Arbeit vertieft. Also, aber jetzt leckt's. Jetzt leckt's. Alter Falter. Habe ich hier was übersehen? Immer das war Mr. Blair. Nichts Hilfreiches. Ist hier noch irgend. Ich brauche irgendein Medizinbeutelchen noch. Irgendwas. Nur wo ist das? Oh Mann. Es bringt jetzt nichts rauszugehen oder das Medikamenten. Oder das Medikament. Hier ist nichts. Hier war auch nichts. Oder ist das? Nein. Die sehen ja alle gleich aus, aber... Irgendwo muss noch was sein. Oder draußen? Nur wo draußen? Ich muss auf Nummer sicher gehen, dass hier nichts ist, weil ich will nicht immer wieder das mit dem Text machen. Das war das Zimmer. Da hatte ich ja was gefunden. Da war hier was gewesen. Der hatte den Schlüssel, der Mr. Miller, der arme Mr. Miller. Hier ist jetzt ein sehr stiller. Hier ist auch keine Medizin. Vielleicht. Aber wieso sollte draußen Medizin sein, ganz ehrlich? Hat er noch Medizin bei sich? Nein. Habe ich draußen was übersehen? Oh. Tür ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Hier was. Nicht auf. Kiste ist leer. Kaffee wurde über die Zeitung verschüttet. Ja. Die Berichterstatterin ist schon länger da. Hier ist keine Medizin. Nirgends.
Ich habe wirklich Bedenken, ob ich das dann hinkriege. Ist hier noch was? Viel zu dunkel hier. Ja, ja. Ich glaube, ich muss doch einfach schnell zu meinem Auto hin. Und vielleicht finde ich da drin was. Hoffe ich mal. Weil hier drin... Ich habe in alle Räume reingeschaut. Da ist keine Medizin mehr. Okay, ganz schnell raus. Komm schon, das kriegen wir hin. Das große Finale. Der Fluch wird mich nicht aufhalten. Oh, da hinten ist es. Bitte lass mich hinkommen. Lass mich hinkommen. Yes! Yes! Danke. Echt. Man, Kinder, merkt euch, wenn ihr auf so einem Platz Medizin findet, nicht nehmen. Ist nicht gut, aber in dem Fall war es eine Ausnahme. Oh, Mann, Mann, Mann. Ein Auto, das ich von einem Händler nahe der Stadt kaufte. Der Vorbesitzer soll angeblich spurlos verschwunden sein. Richtig gut erhalten gewesen, aber wurde von der Freundin dann verkauft. Und jetzt nichts fürs zum Anwesen, damit ich den Horror an ein Ende setze. Warum hast du das jetzt erzählt? Deine Tochter schwebt in Lebensgefahr und du denkst dich, ja, ja, ich schwelge meine alten Erinnerungen, hä? Pff, aber wie komme ich jetzt runter? Ich wollte nichts riskieren und habe mir Sprengstoff besorgt. Sprengstoff? Das ist dein Ende, Ruby. Ach so. Rein damit und dann weg. Man muss die also nicht nur verbrennen, man muss sie einfach zerstören. Es ist vorbei. Ruby ist da, wo sie hingehört. In der Hölle. Damit sollte auch Marvin nicht mehr besessen sein. Jetzt nichts wie zurück nach Hause zu Sarah. Und ich werde mir mindestens eine Woche Urlaub nehmen, um mich von dem Schrecken zu erholen. Das war's jetzt. Haunted Tower, das Anwesen. Das war jetzt das Ende. Okay. Gut. Ich schau mal, ob jetzt noch was kommt. Melanie Gray, Sarah Kim Hill, Jessica Swart, Sophie Pritchett, all die Personen, die wirklich da drin vorkommen. Wenn das jetzt das Ende war, okay, ich fand es irgendwie gut, dass am Schluss dann noch was gekommen ist, zu sagen, der Geist hat uns nach Hause verfolgt und wir haben sie aufgehalten, aber jetzt das Ende? Leicht die Überreste zerstört, alle sind jetzt in Sicherheit und ja, jetzt gönnt er sich erstmal in Urlaub. Happy day, happy day, that all, folks, oder was? Irgendwie würde ich jetzt noch gern was erwarten. Irgendwie noch was am Ende. Irgendwie, wo man sieht, dass er und Sarah eine schöne Zeit oder so haben. Das war jetzt ziemlich... plötzlich das Ende. Das war jetzt plötzlich gewesen, aber das war Haunted Tower, das Anwesen, meine Damen und Herren. Was? Wie habe ich das Spiel gefunden? Puh, mit welcher Einstellung bin ich denn in das Spiel rein? Ich weiß, wir gehen in ein altes Zuhause, in ein altes Haus, was von Geistern, wo Geister sind. Haunted Tower, das Haus der Finsternis. Ach, das war Haunted Tower 2, stimmt ja der Name. Das kam mir irgendwo bekannt vor. Es gibt ja noch, das ist ja sozusagen der fünfte Teil, der Remake des fünften Teils. Und ja, ich fand das Spiel gut gemacht, ja. Das mit der Geschichte, die hinten dran Geister und alles und besonders das, zunächst hat er ja nicht an Geister geglaubt. Nach all den Sachen, das war's gewesen, nach all den Sachen hat er dann doch an Geister geglaubt. Das war jetzt das Remake. Wie würde die Remastered Edition aussehen? Was ist da anders? Vielleicht ist dieser letzte Teil mit der Ruby nicht? Was weiß ich. Ja, besonders den Teil mit dem Plotfist fand ich interessant, wo ich immer dachte, wer war jetzt derjenige gewesen, der die Sarah entführt hat? Also, das Dienstmädchen, was ich rächen wollte, den anderen Mitarbeitern, die mit ihrem Meister am Ende überleben wollte. Und als das auch nicht klappte, wollte sie uns verfluchen bis zum Tod. Und ja... Es war wirklich auch wieder so eins von den Spielen, es waren so kleine Jumpscares dabei, aber oft war es auch nur die Umgebung, die Atmosphäre, die mir Angst gemacht hat. Ich hatte mich gegruselt, ich hatte gesehen, ja, bei manchen Rätseln da kann ich doch wieder gut kombinieren, bei anderen ging es wieder nicht. Also, das war wieder, wo ich bei Rätseln nachgeschaut habe, das ist auch der Punkt mit den Rätseln. Beispielsweise das mit dem Pferdeschieberätsel. Es war sicher nicht schwer,
Nur irgendwie habe ich es nicht hingekriegt, vor Kamera das zu lösen. Oder auch andere Stellen, wo ich mir einfach merken muss, öfters Orte untersuchen. Alles anklicken, was geht, von allen Seiten, manchmal und auch zu verschiedenen Zeiten. Dadurch habe ich länger dran gehangen, also das Spiel ging wahrscheinlich länger, als ich es bräuchte. Aber dennoch, wenn ich das mal abziehe, solides kleines Spiel für längere Spielvergnügen. Was ich nur komisch fand, ist halt bei zwei Rätseln. Das war einmal das Spielen von dem Lied und vom Knacken vom Dietrich. Das hat glitscht. Und das ist das, was ich ja jetzt hatte, war die von, also war für mich die aktuellste Version. Ich meine, dass man das manchmal nicht gesehen hat oder das nicht auf Tastenkombination reagiert hat, das war blöd. Das hat das Rätsel nochmal schwieriger gemacht. Also, entweder war es für mich nur ein Glitch oder das ist insgesamt drin und dann sollte man den zukünftigen Episoden beheben. Also, wenn der Macher das hier sieht, du hast es jetzt von mir gehört. Ich fand die Rätsel schön nur durch diese Glitche. Oder auch zum Beispiel beim Feuer, wo man raus muss. Das hat es dann kaputt gemacht und dadurch hat es irgendwie dann die Stimmung verdorben. Dadurch, dass es so gehängt hat. Ansonsten, wie gesagt, es war ein schönes kleines Horror-RPG-Spiel. Also ich hab's genossen, hab mich gegruselt, gerätselt, Spaß gehabt und ja. Ich würde vielleicht schauen, ob ich die anderen Teile auffinde. Wenn ihr Lust habt, die zu sehen, dann lasst es mich hier unter dem Video wissen. Und dann werde ich sie vielleicht so bald wie möglich machen. Ansonsten werde ich sie irgendwann machen, wenn ich wieder drauf Lust habe, weil mittlerweile habe ich auch wieder ein paar andere Videos, Spiele gesammelt, die ich gerne Let's Play möchte. Ja, yeah. Wieder was mit RPG und wieder was mit halt so moderne Spiele, aber hey. Der Seiji hatte mir dieses Spiel empfohlen und ich bereue es nicht, das gespielt zu haben. Es hat mir viel Freude gemacht, war schönes Wii Master Edition und ja. Die anderen Teile, mal sehen. Was die zu bieten. Ich glaube, die können vielleicht ein bisschen kürzer sein. Ich sag mal so, ein Spiel, da habe ich mal schon mal nachgeschaut. Das ist eher nur kurz. Aber dann auch. Würde doch interessant sein, wie die Vorgänger aussehen. Das war ja sozusagen der aktuellste Teil. Sogar die Remastered Edition vom aktuellsten Teil. Und wie sahen die davor aus? Zum Beispiel auch das Haus der Finsternis. Ein bisschen haben wir darüber ja gelesen. Das ist wahrscheinlich auch ein Easter Egg. Hä? Daher, meine Damen und Herren, wenn Ihnen dieser letzte Part des Finale von Haunted Horror das Anwesen gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wenn Ihnen das Projekt gefallen hat, lassen Sie es mich auch bitte wissen und teilen Sie es mit Ihren Freundinnen und Freunden, damit deren Langeweile verfliegen kann. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Projekt, je nachdem, was Sie sich von mir anschauen. Und bis dann kann ich nur sagen, ihr 93 Joe, I love to entertain you. Tschüss and goodbye.